Schön, dass Sie dabei sind bei unserem Hobot-Spezial. Hobot, ein Weltmarktführer, wenn es um Home-Roboting geht, also um Haushaltshelfer, die eben ihren Boden, ihre Fenster oder ähnliches alleine testen. Seit mehr als einem Jahrzehnt immer wieder ausgezeichnet durch die technische Innovation. Und hier haben wir jetzt in dieser Sendung in Kooperation mit Hobot, und da sind wir sehr stolz drauf, den beliebtesten und wohl auch derzeit besten Fensterputzroboter für Sie im Programm. Gute Nachricht, er ist sofort lieferbar und nimmt Ihnen die mittlerweile lästigste Hausarbeit in deutschen Haushalten ab. Ich dachte früher immer nur, ich mag Fensterputzen nicht, aber Sie wahrscheinlich genauso wenig. Und deshalb ist der Fensterputzroboter eben das Highlight derzeit. Und das dürfte ohne Übertreibung der derzeit beste Fensterputzroboter auf dem Markt sein. Ja, wenn es nach mir geht, auf jeden Fall. Ich habe den seit Sommer letzten Jahres und gebe ihn auch nicht mehr aus der Hand. Es ist einfach eine enorme Unterstützung im Haushalt. Das ist was ganz, ganz Besonderes, denn dieser Fensterputzroboter ist nicht nur ein reiner Fensterputzroboter, sondern er reinigt alle glatten Oberflächen, ob das Fliesen sind, Spiegel, Dachschrägen, egal was, Hauptsache glatt. Und ich möchte Ihnen das mal zeigen an unseren Fensterscheiben. Wir haben ein paar Beispiele vorbereitet, ja, damit Sie auch mal sehen, wie effektiv und einfach der vor allen Dingen arbeitet. Man muss dazu gar nicht erst eine Bedienungsanleitung sich durchlesen. Man nimmt sich einfach eine glatte Scheibe, eine Steckdose, fertig. Jetzt setze ich den hier an meine Scheibe. Sie sehen, ich habe den jetzt mal bewusst in der Mitte schräg angesetzt. Als Hausfrau würde ich jetzt niemals mittig anfangen. Ne? Da würde ich immer von oben nach unten putzen. Und Sie sehen schon, ab diesem Moment, wo ich ihn eingeschaltet habe, geht er nicht mehr von der Fensterscheibe herunter. Liegt daran, dass er mit Unterdruck arbeitet. Bedeutet, der saugt sich so fest, dass ich da gar nichts mehr machen muss. Ich muss nicht mehr dabei sein. Der saugt sich so fest, dass ich ihn sogar auf unebene Flächen aufsetzen kann. Wie zum Beispiel auch mal Fliesen, ja, die zum Beispiel wie hier jetzt auch viele Fugen haben, kleine Fugen, ob das in der Küche ist, wenn ich gekocht habe, im Badezimmer. Und das ist eben das Schöne. Und jetzt kommt noch eine große Besonderheit. Denn der arbeitet hier nicht nur trocken, wie viele andere Modelle, die es auf dem Markt gibt, sondern da sehen wir es schön. Der arbeitet gleichzeitig auch noch feucht. Das heißt, er wischt hier oder sprüht im regelmäßigen Abstand, das müssen Sie auch nicht machen, das macht er automatisch, sprüht er diese Flasche Reinigungsflüssigkeit. Die ist mit dabei, eine Flasche 250 Milliliter sind dabei. Und dann sprüht er das in gewissen Abständen. Und das sorgt für allerbeste Reinigungsergebnisse. Meiner Meinung nach, das ist meine Erfahrung, putzt der sogar noch gründlicher als ich per Hand. Ja, also und vor allem weniger anstrengend und weniger gefährlich. Die meisten Unfälle passieren immer noch im Haushalt und nicht auf der Straße. Und viele davon natürlich bei Stürzen aus oder beim Fensterputzen, sobald man hochsteigt. Und da schauen wir uns mal eine Statistik von 2019 an. Was hier auch noch wirklich erschreckend ist, ist die Unfallhäufigkeit mit zunehmendem Alter. Und je älter wir werden, ich merke das jetzt auch schon mit Mitte 50, desto weniger sollten wir auf Stühle oder Leitern klettern. Und dann ist natürlich so ein Roboter genau richtig. Und je nachdem, in welchem Alter Sie sind, wissen Sie auch, die körperliche Anstrengung und das Risiko muss man nicht mehr eingehen. Lassen Sie sich helfen, aber ohne fremde Leute eben nach Hause zu holen. Putzhilfen oder so ist natürlich auch schön, ja. Aber man hat halt dann fremde Leute in einem Haus. Und das ist eine Putzhilfe, die können Sie jederzeit ansetzen. Und neben natürlich der Sicherheit, die man zusätzlich gewinnt, ist es ein Stückchen mehr Lebensqualität. Das stimmt. Also Fensterputzen, muss man ja fairerweise schon mal sagen, ist erstens eine lästige und gefährliche Hausarbeit, aber sie nimmt auch sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Also eine Fensterscheibe muss von innen und außen geputzt werden. Und wenn ich das per Hand mache, da wische ich da nicht nur einmal drüber, sondern ich habe mehrere Arbeitsschritte. Ich muss erst nass vorreinigen. Ja, ich muss das Fensterbrett leer räumen. Ich gehe dann mit der Gummiabziehlippe drüber, dann gehe ich noch mal mit Glasreiniger drüber, dann noch vielleicht mal mit dem Lederläppchen. Und das sind schon einige Arbeitsschritte. Und jetzt stellen Sie sich vor, bei dieser Hitze noch Fenster putzen. Es ist momentan furchtbar heiß da draußen. Ich merke das auch immer wieder, mein Kreislauf, der spielt momentan so verrückt vom Nichtsmachen. Und da möchte ich mich nie noch auf eine wackelige Leiter stellen. Und dann ganz oben, wenn ich auf der Leiter stehe, stelle ich fest, oh, mir ist es aber ein bisschen schwummrig. Ja? Also das muss man doch nicht machen. Hier einfach ansetzen, fertig. Wenn Sie ein Smartphone haben, können Sie den sogar über eine kostenlose Hobot-App steuern. Müssen Sie aber nicht, wenn Sie kein Smartphone haben. Sie sehen, dass der funktioniert vollkommen autark. Also das macht so viel Spaß. Und jetzt haben mir einige Kunden geschrieben, ja, was ist denn, weil jetzt auch häufig mal Umwelt- oder Naturkatastrophen waren, dass Bäume umgestürzt sind oder Überschwemmungen. Was ist, wenn mal Stromausfall ist und ich bin gar nicht zu Hause? Ich zeige Ihnen mal, was dann passiert. Achtung!
Da passiert gar nichts. Der hat nämlich einen eingebauten Notstromakku von 20 Minuten. Sie sehen hier, mein Stromkabel habe ich. Und sobald ich ihm dann wieder seinen Strom zurückgebe, macht er genau an dieser gleichen Stelle weiter, an der er unterbrochen worden ist. Und das ist eben das Schöne. Also ich kann mich auf den verlassen. Ich habe ein gutes Gefühl, selbst wenn ich nicht zu Hause bin. Und umso mehr freut man sich doch, wenn man nach Hause kommt und die Fenster sind geputzt, oder? Ja, und vor allem, wenn man nicht noch dran denken muss, ich muss ja noch Fenster putzen. Denn Fenster putzen sind normal die Visitenkarten für die Nachbarn. Ja, und jetzt gerade ist auch ganz aktuell Pollenflug. Rapspollen, die waren gerade das Problem. Die nächsten Pollen sind im Anflug. Da hat man eigentlich permanent diesen Schleier drauf. Ja. Und hier, da sieht man das, vielleicht haben Sie es so auch schon gesehen, auch Autoscheiben natürlich sehr häufig, aber gerade wenn wir da Richtung Windseite sind mit Fenstern, sieht das gern so aus. Wir haben hier natürlich, ich sage jetzt mal hier von uns Studio leicht erreichbare Fenster, aber zu Hause können das ohne Probleme auch mal Dachfenster sein und die sind nicht so leicht zu erreichen und innen und außen putzen ist da noch schwieriger und auch das übernimmt Ihr neuer Fensterputzroboter. Übrigens zu einem unglaublichen Preis. Das ist auch noch ein Geheimnis des Erfolges der Hersteller, gibt hier eine unverbindliche Preisempfehlung von 699 Euro an, was für mich immer noch ein realistischer Preis wäre, aber Ihr TV-Sonderpreis. Exklusiv für Sie als Pearl TV-Zuschauer 332,49 €. So, jetzt haben wir Dachschrägen. Hast du angesprochen? Gar kein Problem. Also eine Dachschräge jetzt per Hand putzen, das würde ungefähr so aussehen, also es ist super lästig und unkompliziert, auch gerade so dieses Überkopfputzen oder aber einfach so. So könnte es aussehen. Das ist übrigens auch interessant, das Bild, was Sie hier sehen. Wenn man zum Beispiel so einen Wintergarten hat, wo das Dach verglast ist, das sieht ja schön aus, muss man wirklich mal sagen, das ist übrigens bei unserem Kollegen Ingo, aber du putzen möchte ich das nicht. Und auch Ingo hat jetzt gesagt, Mensch, da hole ich mir doch einfach hier unseren Fensterputzroboter von Hubert. Und Sie sehen, egal ob normales Fenster, Dachfenster oder Fliesen, egal was, Hauptsache glatt. Kleiner Tipp, probieren Sie mal Ihre Spiegel aus. Die werden wunderbar. Ich nehme das immer für meine Spiegel am Kleiderschrank. Kennen Sie vielleicht diese Kleiderschrankfronten, ne, die so verspiegelt sind? Sieht zwar schön aus, aber wenn man einmal dagegen kommt mit den Händen, sieht das dann nicht mehr so schön aus. Das kann man auch dafür nutzen. Oder wenn Sie gekocht haben und die Sonne scheint rein, man sieht diese Fettspritze. Auch das ist dann gar kein Problem. Und das hier ist jetzt übrigens die Königsdisziplin, die Sie sehen. Wir haben eine Dachschräge und diese Dachschräge hat keine Rahmen. Aber unser Fensterputzroboter hat Sensoren und die erkennen eben, dass hier keine Rahmen sind. Das kann jetzt zum Beispiel auch mal eine Duschkabine sein oder zum Beispiel auch mal so eine Eingangstür aus Glas. Ne? Für den ist das gar kein Problem. Der erkennt das und fährt einfach in die nächste Richtung. Also Sie müssen auch gar keine Angst haben, wenn Sie jetzt nicht dabei sind, der stürzt nicht ab. Und wenn, der ist ja eh doppelt gesichert, Sie bekommen ja noch einen Absturzseil mit. Das könnte zum Beispiel auch mal so eine Glastür sein, die ich gerade angesprochen habe. Die haben Sie vielleicht auch zu Hause und putzen möchte ich die auch nicht unbedingt. Ne? So eine Tür sieht ja auch nur schön aus, solange sie sauber ist. Aber Sie merken schon, es ist eine enorme Arbeitserleichterung, die Sie hier nach Hause bekommen. Es ist einfach wirklich Lebensqualität, die Sie nach Hause bekommen. Und egal, was für Anwendungsbeispiele, und wir haben Ihnen so viele Beispiele aufgezählt, es macht mit diesem Roboter einfach nur noch mehr Spaß. Ich habe ihn jetzt auch noch mal hier auf unsere Fliesen gesetzt, ne, damit Sie auch mal sehen, dass wir das nicht einfach nur sagen, dass es auch wirklich funktioniert. Gerade so kleine Fliesen mit vielen Fugen, der arbeitet ja mit Unterdruck und da können Sie ihn eben auch ohne Probleme aufsetzen. Also ich bin jedes Mal begeistert, ich gucke richtig gerne zu, wie der arbeitet. Und das könnte Küche, Bad oder auch die Gästetoilette sein, die hier eben gereinigt wird, ohne dass Sie sich anstrengen müssen. Ich meine, die meisten Sachen wären zu bewältigen, mit Kraftaufwand und vielleicht mit einem kleinen Risiko, weil man eben auf Stühle oder auf Leitern steigen muss. Aber es gibt sogar Glasflächen, die sind überhaupt nicht zu bewältigen. Vielleicht haben Sie einen Wintergarten und der geht ganz runter mit der Glasfläche bis zum Boden und außen vielleicht noch ein schönes Beet oder Schottersteine und dann kannst du außen hier nicht mal eine Leiter stellen, geschweige denn irgendwie nach oben klettern. Ja. Und dann ist natürlich so ein Fensterputzroboter genau richtig. Den setzen Sie an und lassen auch von außen diese wunderschöne Glasfront eben effektiv reinigen und wenn es dann noch oben geht im Wintergarten in so eine leichte Schräge,
Da kann man keinen Druck aufbauen. Wackelige Leiter oder was auch immer im Beet drin. Jeder, der das mal gemacht hat, weiß, wovon ich rede. Hier, ihn setze ich auf und er baut den Druck auf. Er putzt und eben nicht nur wischen, sondern wir haben das vorhin gesehen. Und das ist eben diese technische Innovation. Er sprüht auch. Also hier wird feucht geputzt und nachpoliert. Und das wirklich bis in jede Ecke. Kein Wunder, dass dieses Gerät auch hoch ausgezeichnet ist mit dem Innovation Award 2019. Und Hobot ist eben seit über einem Jahrzehnt dafür bekannt, dass sie die wohl weltweit mitführenden Haushaltsroboter machen. Und der hier ist so beliebt, dass er eigentlich alle 6 Wochen spätestens ist er ausverkauft. Ja. Immer wenn eine neue Lieferung kommt, wenige Tage später ist sie schon wieder vergriffen. Und jetzt piepst er gerade, das heißt, diese Scheibe ist sauber und wir können jetzt nach innen gehen oder auf die Innenseite und da weiter putzen. Das ohne Anstrengung. Und nochmal im Moment sofort lieferbar, kommt natürlich Porto und Versand kostenfrei zu Ihnen. Ob es die Fliesen sind im Bad, in Toilette oder in der Küche oder eben sämtliche Fensterflächen. Es ist eine unglaubliche Erleichterung. Genau, also das ist wirklich was ganz, ganz Tolles, gerade auch so fürs Badezimmer. Da hat man ja auch, je nachdem, wo man wohnt, wenn Sie sehr kalkhaltiges Wasser haben, hat man da natürlich auch viel Kalkablagerungen auf den Fliesen. Da kann man die auch wunderbar einsetzen. Und schauen Sie mal, diese Fliesen sind hier in der Mitte des Raumes zu Ende, aber der stürzt ja jetzt nicht runter, sondern er erkennt es, aha, zack, und geht in die nächste Richtung. Und das ist eben das Schöne. Im Badezimmer hat man ja nicht nur Kalkablagerungen, da hast du Zahnpastaspritzer, da hast du Haarspray, da hat man eben so viel oder auch dann in der Küche. Und wenn der fertig ist, macht er auch mit einem Piepton auf sich aufmerksam. Dann können Sie ihn runternehmen und können jetzt hier das Mikrofaserpad einfach abnehmen. Das hält per Klettverschluss, also das Prinzip ist ganz einfach, ne, hält per Klett. Dann nehmen Sie sich ein neues und packen das wieder drauf. 3 Stück davon sind hier schon mit dabei. Und was auch noch mit dabei ist, ist diese Reinigungsflüssigkeit hier. Die füllen Sie dann einfach hier hinein. Ne, das sind, eine Flasche ist dabei, Originalherstellerqualität, sorgt für beste Reinigungsergebnisse. Und dann kann man weitermachen. Also ich finde, das ist so sensationell einfach gelöst. Hier sehen Sie übrigens noch mal das komplette Paket, was da alles dabei ist. Ich muss Ihnen sagen, wer hier zugreift, macht alles richtig. Ja, da sehen Sie noch mal das umfangreiche Zubehör. 3 dieser Reinigungspads, Absturz. Sicherungsseil, Ladekabel bzw. Betriebskabel. Und da kommt zu Ihnen. Auspacken aus der Verpackung, ans Fenster setzen, Streckdose einstecken und schon können Sie loslegen. Ja, hier, unsere Fliesen sind mittlerweile auch sauber. Wenn Sie noch mal nachpolieren lassen wollen, können Sie das natürlich auch jederzeit. Nochmal, Fenster sind das Aushängeschild, unsere Visitenkarte für die Nachbarschaft. Und das Schlimmste ist wohl, wenn man von den Nachbarn mal darauf angesprochen wird, ja, Sie könnten Ihr Fenster auch mal wieder putzen. Das ist so wirklich das Schlimmste, was einem passieren kann. Und wir legen ja auch alle Wert auf Grundsauberkeit. Bloß, es ist die unbeliebteste Hausarbeit, Fensterputzen. Und das ist meine persönliche Meinung, mit Abstand auch die gefährlichste. Weil ich stehe auch jetzt Mitte 50 nicht mehr gerne auf Stühle, um ganz oben zu putzen. Und das kommt auch noch als Schweren dazu. Ich gehe auch nicht mehr gerne in die Knie, um unten am Boden zu putzen. Weil Sie kennen den Spruch vom knackigen Alter, jeden Tag knackt es woanders. Aber ich muss es nicht. Ich komme bis nach oben und auch bis nach unten. Hier sehen wir so eine ganz handelsübliche Terrassentür. Und wer da unten schrubben will, muss halt in die Knie gehen. Nein, schauen Sie zu, trinken Sie ein Gläschen Rotwein oder lesen Sie ein gutes Buch. Machen Sie irgendwas anderes. Aber ich glaube, ich übertreibe auch nicht, Anne, wenn ich sage, alles, was man Fensterputzen macht, ist schöner als selber Fensterputzen. Es ist wirklich so, es macht einfach so viel Spaß, dem hier zuzuschauen, weil er auch so sensationell gut putzt. Also ich habe ja den Unterschied, ich kann Ihnen das so sagen, ich habe den zu Hause und ich muss Ihnen sagen, so streifenfrei habe ich das mit der Hand noch nie hinbekommen. Und es ist auch ein Haushaltsgerät, was nicht viel Platz wegnimmt, es ist klein, es ist handlich, verschwindet schnell im Schrank und vor allen Dingen jetzt in dieser Zeit, wo eben auch noch Pollen sind. Du hast eben diesen gelben Pollenstaub auf den Scheiben, kannst du es eben mal ganz schnell putzen, kommst mit dem Pollen nicht in Berührung. Gerade für Allergiker ist es ja besonders interessant. Oder wenn Sie zum Beispiel auch Kinder haben oder Haustiere. Die Kinder, die greifen ständig mit ihren Händen an die Scheibe, ziehen sich da hoch. Oder die Hunde mit ihrer Nase gehen gegen die Scheibe. Es ist einfach, es macht so viel Spaß. Und also die Reinigungsergebnisse sind wirklich beeindruckend. Und Sie bekommen hier ein Markengerät aus dem Hause Hobart. Und Hobart ist seit 10
Jahren darauf spezialisiert mit der Entwicklung intelligenter Haushaltsroboter. Und meine gesamte Wohnung ist mittlerweile von Robot ausgestattet. Ja, ich hab sogar einen Staubsaugerroboter. Also ich muss Ihnen sagen, ich bin so begeistert. Ich möchte diese Haushaltsgeräte nicht mehr missen. Und das hat nichts mit Luxus zu tun, sondern das ist einfach ein Trend. Oder auch nicht Trend unbedingt, das ist einfach, das irgendwann wird jeder so einen Haushaltsroboter haben. War ja mit der Waschmaschine nicht anders, Ralf, ne? Ja, das vergleiche ich immer gerne. Am Anfang hat sich die Welt und vor allem die Hausfrauen gegen Waschmaschinen gewehrt. Mittlerweile alle von der Technik überzeugt, eine Waschmaschine nicht mehr wegzudenken. Und irgendwann wird es auch mal so weit sein mit Fensterputzrobotern. Da sind wir auf dem besten Wege. Und Sie können der Nächste sein, der sich hier diese lästige Hausarbeit abnehmen lässt durch für mich den leistungsstärksten Fensterputzroboter. Und wir haben so viele Beispiele gesehen. Dachfenster, Wintergärten, Spiegel oder auch Fliesen und selbstverständlich sämtliche andere Fensterarten werden hier gereinigt. Ihr TV-Sonderpreis gerade mal 332,49 €, inklusive des ganzen Zubehörs, drei Reinigungsbett, einmal diese Reinigungsflüssigkeit in Herstellerqualität, natürlich Stromkabel und auch Absturzseil, Fernbedienung, alles mit dabei. Die Bestellnummer ist die NX6057 und die 569. Und ich bin mir sicher, weil ich auch so viele Zuschriften schon gelesen habe, Sie werden Ihren neuen Haushaltshelfer ebenso lieben wie alle anderen vor Ihnen. Und wenn Sie ganz viele Fenster haben, dann reichen vielleicht für einen Putzdurchgang drei dieser Pads nicht aus. Deshalb hat uns Anne gleich noch ein Dreier-Set Ersatzpads mitgebracht. Genau, das Mikrofasertücher, also die haben auch eine tolle Qualität. Und diese Pads, die können Sie natürlich waschen. Ja, aber wenn jetzt mal natürlich wegen drei Pads schmeißt man die Waschmaschine nicht an. Wenn Sie da jetzt noch mehr dazu haben möchten, empfehle ich Ihnen gleich für kleines Geld das Dreier-Set mit dazu zu bestellen. Wie gesagt, die haften hier per Klettverschluss, kann man jederzeit schön abziehen, kann sie in der Waschmaschine bei bis zu 40 Grad waschen, sind immer wieder verwendbar und da sind Sie auf der sicheren Seite. Schauen Sie, bei 9,49 €, ich kann Ihnen nur sagen, man ärgert sich, wenn man hier nicht noch das Dreier-Set mit dazu bestellt. Also einfach mit dazu bestellen, jetzt haben Sie so viel Geld beim Fensterputzroboter gespart. Ich glaube, die 9,49 €, die haben Sie und es kommt selbstverständlich alles zusammen versandkostenfrei, wie all unsere Artikel bzw. Ihre Waren, wenn Sie über 150 € bestellen. Und auch ganz wichtig nochmal, Sie dürfen mehrfach am Tag anrufen, denn all Ihre Bestellungen an einem Tag werden zusammengefasst und Sie bekommen auch nur eine Lieferung dann und zahlen eben maximal, wenn der Warenwert unter 150 bleibt, maximal einmal Porto- und Versandkosten. Also das Dreier-Set hier, dieser Reinigungspad 9,49 €, die Bestellnummer ist die NC3921 und die 569 und auch über die Reinigungsflüssigkeit, die speziell vom Hersteller für diesen Fensterputzroboter hergestellt wurde, haben wir schon gesprochen. Eine Flasche ist mit dem Lieferumfang enthalten und wenn Sie sagen, komm, ich baue gleich vor, ich möchte gern noch das ein oder andere Fläschchen mehr, bitte, jetzt haben Sie die Möglichkeit, das zu bestellen. Ja, für 6,64 € bekommen Sie eine Flasche mit 220 Milliliter Reinigungsflüssigkeit. Das ist die Original-Herstellerqualität und die sorgt für allerbeste Reinigungsergebnisse. Sie haben das vielleicht vorhin schon gesehen, der Fensterputzroboter arbeitet sehr, sehr sparsam mit der Reinigungsflüssigkeit. Das heißt, die ist super ergiebig, die reicht auch sehr lange. Aber trotzdem, auch diese Flasche wird irgendwann mal zu Ende gehen. Deswegen am besten gleich noch 2, 3 Flaschen mit dazu bestellen. Ja, 2, 3 Flaschen. Die Flasche kostet 6,64 €. Die Bestellnummer für diese Reinigungsflüssigkeit, müssen wir noch mal sagen, speziell vom Hersteller entwickelt für unseren Haushaltsroboter, hat die Bestellnummer NX6059 und natürlich die 569, 6,64 € noch. Jetzt haben wir im Gesamtpaket, haben wir immer noch unter 350 €, wenn Sie jetzt alles drei bestellt haben. Ich finde das ein Riesenpreis. Und die Erleichterung, die Sie in Zukunft im Haushalt haben, die ist eigentlich meiner Meinung nach unbezahlbar. Sie setzen sich bequem hin, trinken was, lesen was oder von mir aus auch im Schaukelstuhl und genießen das schöne Wetter, während hier Ihr Haushaltsroboter, Ihr neuer, für Sie die Fenster und alle Ebenenflächen in Ihrer Wohnung putzt. Sie müssen sich keinem Risiko mehr aussetzen und ich glaube, die Lebensqualität, das hat Anne vorhin auch gesagt, die steigt enorm. Also lassen Sie sich's gut gehen. Vermeiden Sie jedes Risiko und das geht mit unserem Fensterputzroboter. Also ran ans Telefon und dann wünschen wir Ihnen ganz viel Spaß mit Ihrer neuen Haushaltshilfe. Viel Spaß.